Ja, hallo Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht ja schon, hier liegt das nächste Intro-Pack-Deck. Ja, wir haben hier diesmal das Intro-Pack Life for Death. Mal schauen, vielleicht ziehen wir diesmal eine bisschen bessere Karte aus New Phyrexia. In dem Booster bisher war das ja eher nicht so gut. Wir haben hier wieder das 60-Karten-Deck. Jetzt brauche ich erst wieder meine Schere. So. So, da haben wir als Rare Foil Card dabei den Molten Steel Dragon für 6 Mana 4/4 Flying und für ein rotes phyrexianisches Mana kann man ihn pumpen für +1/+0. Dann haben wir einen Phyrexian Rebirth für 6 Mana. Man zerstört alle Kreaturen, man kriegt dann ein XX Colorless Horror Artefakt Kreaturenspielschein ins Spiel, wobei X gleich der Anzahl an zerstörten Kreaturen ist. Ja, ein Act of Aggression, auch ganz nette Karte. Rage Extractor zweimal, Solemn Offering einmal, Pristine Talisman kann man auch immer ganz gut spielen, Apostle's Blessing, White Sun's Passage zweimal, Pacifism, Golem's Heart, Marrow Shards, Gutshot, ein Lightning Bolt, auch nicht schlecht, kann man auch immer ganz gut gebrauchen, für ein rotes Mana 3 Schaden auf eine Kreatur den Spieler schießen, in Inside. Ja, dann haben wir natürlich wieder die passenden Farben, die Boss-Farben. Dann haben wir den Lumen-Crit Gargoyle, Shattered Angel. Das ist zum Beispiel auch eine ganz gute Karte für 5 Mana, 3/3 Flying. Und jedes Mal, wenn Land unter von der Kontrolle vom Gegner ins Spiel kommt, kriegt man 3 Leben. Also sehr stark. Gerade wenn man Multiplayer spielt, kriegt man das schön viel Leben. Der Slash Panda dreimal. Der Ogre Resistor. Camber Skyguard zweimal. Oh, den Legionär noch insgesamt dreimal, sehr schön, haben wir davon auch ein Playset voll. Ein Blinding Soul Eater zweimal, Inquisitor Exarch. Ja, ist auch ganz nett für 2 Mana, 2/2, wenn der ins Spiel kommt, wählt man 1, entweder man kriegt 2 Leben oder der Gegner verliert 2 Leben. Eine Cathedral Membran und Emulating Soul Eater noch zweimal. Ja, dann kommen wir zu dem Booster. Komm, wenigstens eine Mystic Rare sollte dabei sein. Natürlich wäre halt optimal sowas wie ein Karten oder sowas ähnliches, aber naja. Bei meinen Booster-Unboxings bisher hatte ich ja auch nicht so Glück, also diese Einzelbooster, wo ich gemacht habe, sondern, noch ein Legionär, sondern eher bei den, bei Theros war es ja ziemlich gut, aber sonst war es eher ein bisschen mau, ein Despise, Isolation Cell und ein Oha! Doch, da haben wir doch was. Sehr schön. Ja gut, wir haben einen Phyrexian Hulk als Foil, aber ein Better Skull. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Für 5 Mana Living Weapon. Das heißt, wenn das Equipment ins Spiel kommt, kriegt man einen 0-0 schwarzen Germ Token ins Spiel. Und es wird dann drauf equipped. Der Token kriegt dann +4/+4. Vigilance und Lifelink. Und für 3 Mana kann man Better Skull zurück auf die Hand nehmen. Und für 5 Mana Equipment, also ein richtig, richtig gutes Equipment, hat sogar so 10 bis 12 Euro an Wert, eine richtig gute Karte, hatte ich sogar mal, habe ich nicht mehr, passt perfekt in meine Sammlung, sehr schön, freut mich natürlich, wunderbar, die Karte gezogen zu haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao.